Wie weit reiten wir heute noch? So weit wie jeden Tag. Well, also bis zum Lagerplatz. Hi. Kennst du diese Gegend? Yes, sehr gut. Nun, was ist's? Amerika. Ach, Davy, weißt du, was das hier für eine Gegend ist? Ich weiß es wohl. Hier lernten wir uns kennen. Ach, das war ein schlimmer Tag. Ich hatte meinen Pulver verschossen und wurde von den Sioux gejagt. Dann hatten sie mich. Ja, und dann kam ich. Wir hatten ein Feuer angebrannt, das man bis nach Kanada sehen konnte. Ich schoss zwei von den Fünfen nieder, die anderen entflohen und du warst frei. Schau, da scheint ein Strich durch das Gras zu gehen. Du kannst mich zwingen, einen Zentner Büffelfleisch ungebraten zu essen, wenn das nicht eine Fährte ist. Wollen wir uns das nicht einmal näher betrachten, Davy? Wer spricht von wollen, wenn man muss? In dieser alten Prärie kann man nirgends leichtsinnig vorübergehen. Nun, siehst du was? Ja, hier ist ein Indianer geritten. Das ist freilich auffallend, da wir nicht in einem der Jagdgründe der Indianer sind. Warum vermutest du einen Indianer? Das Pferd war nicht beschlagen. Ferner war es müde und dennoch hat es galoppieren müssen. Er muss es sehr eilig gehabt haben. Wie alt ist die Fährte? Ungefähr 2 Stunden. Aber wir sind weit und breit niemandem begegnet. Es gibt keinen Verfolger weit und breit. Man reitet doch sein Pferd nicht zu Tode, wenn man nicht auf der Flucht ist. Und gar hier? Hier kann man jeden Verfolger irreführen. Wenn einer fast 30 Jahre durch die Savanne gestolpert ist, wie ich, der weiß schon, was los ist. Der Mann ist ein Bote. Ich nehme an, dass er ein Bote zwischen 2 Indianerstämmen ist. Das hieße aber, dass wir uns mittendrin befinden zwischen 2 Indianerstämmen. Unangenehm, sehr unangenehm. Das ist zu befürchten. Wir müssen dieser Fährte folgen, wenn wir nicht eine unangenehme Überraschung erleben wollen. Hi. Es muss ein junger Krieger gewesen sein. Die Stelle ist sandig und sein Fuß hat sich genau abgezeichnet. Wenn ich nicht annehmen soll, dass es eine Squaw ist, muss er ganz jung sein. Höchstens 18 Jahre. So, so. Das klingt nicht gut. Manche Stämme nehmen ganz junge Krieger als Kundschafter. Sehen wir uns also vor. Alle Teufel. Hier ist etwas vorgegangen. Was meinst du? Dass hinter diesem Felsen Menschen lagerten, die den Indianer vorüberließen und ihn dann verfolgten. Vielleicht sind welche zurückgeblieben. Ich will meine Nase mal um die Ecke stecken. Steck sie nur nicht in einen geladenen Flintenlauf, der am Losgehen ist. Dazu wäre die deinige besser geeignet. Man sollte nicht glauben, was für Greenhörner es im Westen noch gibt. Es müssen mindestens 15 Pferde gewesen sein, darunter auch Packpferde. Nun, wie gefallen sie dir? Gesindel, im Westen werden die gelyncht. Der arme rote Junge tut mir leid. Zu welchem Stamm zählst du ihn? Darüber bin ich mir nicht im Klaren. Er ist nicht bemalt, hat auch sonst keine Zeichen. Sicher ist aber, dass sein Stamm sich nicht auf dem Kriegspfad befindet. Wollen wir ihn in unseren Schutz nehmen? Versteht sich. Ich glaube nicht, dass er diesen Präriegeiern Veranlassung zu ihrem feindlichen Verhalten gegeben hat. Wir binden die Pferde fest, schleichen uns heran und werden mit ihnen reden. Und wenn sie nicht auf uns hören? So haben wir die Wahl. Gewalt oder List. Hallo, Freunde! Was ist denn das? Ich habe gemeint, wir wären ganz allein hier in der Prärie. Und nun treffen wir auf ein ganzes Meeting. Ist es erlaubt, daran teilzunehmen? Was geht denn hier los? Der trägt ja ein ganzes Waffenarsenal auf seinem dicken Bauch. Haltet ihr zu dieser Jahreszeit Fastnacht oder Karneval? Und ob? Uns fehlen nur noch ein paar Narren, deshalb sind wir hier. Hey! Ein Gefangener? Und noch dazu ein Roter?
Ich bekam ja richtig Angst. Halt bloß nicht in Ohnmacht. Wer noch keinen solchen Kerl gesehen hat, kann leicht einen Schreck bekommen. Ich wette, euch ist noch kein Instrument begegnet. Ich habe schon ein paar gesehen, aber die waren ganz zahm. Er ist wohl ein Wilder. Ja, gewiss. Komm mir bloß nicht zu nahe. Oh, er ist ja gefesselt. Hände weg von dem Instrument. Er geht euch gar nichts an. Wer seid ihr denn? Was wollt ihr hier? Ich heiße Jimmy Pfefferkorn und... Und ich David Kronnes. Ich heiße Bragg. Die anderen 8 Namen könnt ihr euch sowieso nicht merken. Nun verschwindet. Wir haben schon genug von euch. Oder soll ich euch mit meiner Spritze kitzeln? Lasst das Gewehr liegen. Sobald ihr es berührt, habt ihr meine Kugel. Davy? Ach, du hast auch schon gezogen. Gut. Wir wollen von euch weiter nichts wissen als... Was hat der Indianer euch getan? Er ist ein roter Schurke. Das ist Grund genug. Diese Antwort genügt. Wir wissen jetzt, dass euch der Mann keinen Anlass zu Feindseligkeiten gegeben hat. Ich werde ihn selbst noch fragen. Den? Fragen? Der versteht doch kein Wort Englisch. Er hat uns trotz aller Prügel mit keiner Silbe geantwortet. Geprügelt habt ihr ihn? Seid ihr von Sinnen? Wisst ihr nicht, dass das für einen Indianer die größte Beleidigung ist? Ich werde mit dem Indianer sprechen. Mein junger roter Bruder versteht die Sprache der Bleichgesichter? Ja. Woher weiß das mein älterer weißer Bruder? Ich sah es an deinem Blick, dass du uns verstanden hast. Ich heiße Wokade. Welchem Stamm gehört mein roter Bruder an? Ich bin ein Nomangake und zugleich ein Dakota. So wurdest du von den Dakota angenommen? So ist es, mein weißer Bruder. Die Sioux befinden sich jetzt jenseits der Berge. Warum kommst du herüber? Wokade kommt nicht von den Bergen, die mein Bruder meint, sondern von dem hohen Gebirge im Westen herab, um einem kleinen weißen Bruder eine wichtige Botschaft zu bringen. Dieser weiße Bruder wohnt hier in der Nähe? Ja. Wokade wäre schon am Ziel, wenn er nicht von diesen Bleichgesichtern festgehalten worden wäre. Sie haben dich geschlagen? Sprich nicht davon. Es kostet ihr Blut. Nimm mir die Fesseln ab und ich werde jeden einzelnen von ihnen zerschmettern. Nicht so voll Rache, mein roter Bruder. Wir werden... Halt, Mann! So haben wir nicht gewettet. Wir brauchen euch nicht. Der Kerl kann ja Englisch. Also haut ab! Was riskiert ihr für eine große Lippe? Seht ihr nicht, dass wir unsere Revolver immer noch auf euch gerichtet haben? Ja, nehmt eure Beine unter die Arme und lauft, bevor wir euch eins auf den Pelz brennen. Warum sollten wir davonlaufen? Vor wem? Zum Beispiel vor dem, dem gestern noch diese beiden Pferde gehört haben. Was? Wofür haltet ihr uns? Wir sind friedliche Prospektors, die hinüber nach Idaho wollen, wo jetzt gerade eine Goldader entdeckt wurde. Und nebenbei seid ihr ehrliche Pferdediebe. Uns täuscht ihr nicht. Lügner, Verleumder! Nein, er hat recht. Ihr seid elende Pferdediebe und ihr sollt euren Lohn bekommen. Schießen wir sie nieder? Nicht schießen. Sie sind die Kugeln nicht wert. Hep, hep, Gott, Sickel! Hat das Bleichgesicht etwa Angst? Ja, Gnade, Gnade! Sag, dass du ein Hund bist. Gerne. Ja, ich bin ein Hund. So bleib zu deiner eigenen Schande leben. Du Lauf. Es ekelt Wokade vor dir. Werft eure Waffen hier hin und dann weg mit euch. Nehmt eure Pferde. Verschwindet und lasst euch nie mehr blicken.